Abnehmen für Mütter. Heute geht es weiter mit unserer Abnehmreihe im Amazing Mom Day. Ja, montags Amazing Mom Day. Und heute geht es um das Thema Probleme. Viele Mütter können nicht abnehmen, weil sie ständig Probleme haben. Und einige werden jetzt wahrscheinlich nicken und sagen, ja, du hast recht. Das wird sich jetzt in Zukunft ändern. Diese Probleme werden dir nicht mehr im Weg stehen und du wirst einen Weg finden, nach diesem Video mit diesem Problem besser umzugehen und endlich deine Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen. Was ist dein aktuell größtes Problem? Denk mal gerade darüber nach. Denkst du, wenn das gelöst ist, dass dann alles gut ist, dass du dann glücklich bist? Wir müssen verstehen, dass das wahre Problem ist, dass wir denken, wir dürfen keine Probleme haben. Du musst aber wissen, dass es also Menschen, die keine Probleme haben, die, ja, die gibt es nicht. Ja, die tote Menschen haben vielleicht jetzt keine Probleme aktuell in diesem Leben. Aber jeder Mensch hat ein Problem. Und umso weiter du weiterentwickelt bist in deiner Persönlichkeit, desto größer wird die Qualität deiner Probleme. Viele gehen davon aus und denken, ja, wenn ich 1 Million habe, dann sind alle meine Probleme gelöst. Dann sind für diesen Moment einige deiner Herausforderungen Probleme gelöst. Aber es entstehen neue Probleme. In unserem Leben, also wir leben in einem Kreislauf aus Probleme, Lösung finden, sich verändern und dann kommt wieder das nächste Problem. Und Menschen, die schon etwas älter sind, die werden wahrscheinlich dann auch sagen, ja, das stimmt, in meinem Leben gab es ständig Probleme. Es gab keine Zeit, wo es gar keine Probleme gab. Und wenn du sagst, nö, in meinem Leben gibt es eigentlich kein Problem, ist ja alles perfekt, dann horche nochmal in dich hinein. Oft leben wir mit Problemen, weil wir keinen Bock haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und oft führt es dann zu Scheidungen oder zu Problemen mit Kindern später oder Übergewicht. Mit dem Übergewicht, wenn wir jetzt da dran bleiben, Übergewicht ist ein Problem. Ja? Und ein Problem ist immer eine Herausforderung. Es ist ja nichts Schlimmes. Wir dürfen Probleme haben. Probleme helfen uns, stärker zu werden, helfen uns, uns weiterzuentwickeln. In jedem Problem ist eine Botschaft versteckt, die dir was zeigen möchte, die dich besser machen möchte. Wenn wir jetzt zurückgehen auf das Problem Übergewicht, die meisten ignorieren es, sie haben zwar Übergewicht, sagen ja, die ignorieren es, nehmen irgendwelche Diätpulver, gehen vielleicht zum Sport und sagen, ja, mit dem Sport wird sich das schon ein bisschen bessern, haben aber immer noch ihr Übergewicht. Geh an die Wurzel deines Problems. Was ist denn das Problem? Ist es wirklich die Nahrung? Was ist es denn ganz genau, das dich dazu führt, dass du ständig mehr essen musst? Weil ein Mensch, der viel zu viele Kilos hat, ernährt sich natürlich auch schlecht. Warum ernährt sich dieser Mensch schlecht? Geh in dich hinein und frage dich. Alles, was du gerade in deinem Leben lebst, alles, was du gerade erlebst, hat was mit dir selber zu tun. So, ich mache jetzt extra einen Punkt, weil das immer sehr schwer zu verstehen ist. Viele fangen dann an zu schimpfen und sagen, ja, das stimmt doch nicht und das ist passiert und das ist passiert und es kann doch nicht sein. Deine innere Welt sorgt dafür, dass deine äußere Welt so ist, wie sie gerade ist. Das ist ein Spiegel. Also deine innere Welt spiegelt sich aktuell in deiner äußeren Welt. Und was ist deine innere Welt? Deine innere Welt sind Dinge, die du als kleines Kind erlebt hast, Dinge, die du glaubst, dass sie so sein müssen. Einfach deine Glaubenssätze, deine Gefühle, deine Niederlagen, deine Siege, das, was du als Kind erlebt hast, mit der Zeit, als Erwachsener, immer weiter. Das hast du alles in dir gesammelt und du glaubst, dass das die Wahrheit ist. Und im Außen wird das immer wieder bestätigt, dass das, was du erlebt hast, dass es richtig sein muss. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie ich weitermache mit dem Thema. Und zwar ging es ja um das Thema Übergewicht. Wenn du Übergewicht hast, dieses Problem, wenn du das nicht löst, wird es immer wieder in deinem Leben auftauchen. Es wird sich immer wieder wiederholen. Das ist genauso wie Frauen, die ständig mit Männern sind, die sie betrügen und sich wundern, jedermann betrügt mich. Was mache ich denn falsch? Und da ist etwas an der Frau, nicht am Mann. Ja? Da ist etwas in ihr, das ist ein Problem. Dazu kann sie eine Lösung finden, sie kann sich verändern. Dann ist dieses Problem gelöst. Und genauso ist es auch mit dem Abnehmen. Wenn du das Problem anerkennst erstmal und sagst, ja tatsächlich, ich habe Übergewicht und ich sollte mich gesünder ernähren, um mein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Wenn du dir das ganz genau anguckst, das Problem, lange darüber nachdenkst, weil nicht immer findest du eine Lösung. Oft müssen wir mehrere Wege gehen, um eine Lösung zu finden. Damit du dich verändern kannst, dann ist dieses Problem gelöst. Und ich habe ja eben schon gesagt, unser Leben ist ein Kreislauf aus Problem, Lösung, Veränderung. Denn wenn du dieses Problem gelöst hast, was kommt? Es kommt ein anderes Problem.
Ja? Es kommt ein anderes Problem und Problem hört sich immer so blöd an. Es kommt die nächste Herausforderung, die nächste Botschaft an dich vom Leben, vom Gott, dass dir etwas zeigen möchte, dass dich besser machen möchte, dass dich stärker machen möchte. Wenn du das anerkennst, dass in jedem Problem, in jeder Herausforderung etwas in dir drin ist, das besser werden kann, das stärker werden kann, erst dann kannst du diese Herausforderung meistern, dieses Problem lösen und dich ändern. Und das Leben kannst du insoweit steuern, wie du auf das Problem guckst. Ja? Guckst du da drauf und sagst, ah ja, aber der war schuld und wegen dem und wegen das und das Leben ist scheiße und so weiter, dann wird es auch immer so bleiben. Wenn du dich aber innerlich ein bisschen veränderst und sagst, okay, das Leben besteht aus Herausforderungen, wie bei dem Super Mario Spiel, wo ständig in den Spielen irgendwelche Herausforderungen kommen, die du lösen kannst und darfst, um weiterzukommen in deinem Leben, dann sind diese Probleme nicht mehr so groß in deinen Augen und dein Gehirn wird sich mit der Lösung für dieses Problem beschäftigen. Was ganz wichtig ist, ganz, ganz, ganz wichtig, dieses Problem haben wirklich sehr viele Menschen, niemanden die Schuld in die Schuhe zu schieben. Denn diese Schuldzuweisungen helfen dir keine Lösung zu erschaffen. Ja? Sie helfen dir nur, das Problem zu verstärken. Also denke an die Lösung. Was kann ich tun, um dieses Problem zu lösen? Und dann tue alles in deiner Macht Stehende, um dieses Problem zu lösen. Wie schon eben vorhin erwähnt, manchmal geht es nicht sofort, sondern es dauert einfach seine Zeit. Ja? Es gibt Herausforderungen, die sind größer als andere. Aber du hast es in deiner Hand, diese Herausforderung zu meistern, eine Lösung zu finden und dich zu verändern. Unser größtes Problem ist aktuell unsere Einstellung im Kopf. Wenn wir in unserem Kopf ständig irgendwelche Probleme kreieren und irgendwelche Probleme denken, dann bauen wir Druck auf und dieser Druck wird oft gelöst mit Drogen, mit Alkohol, mit Fremdgehen, mit Essen. Jeder hat da seine Technik, sage ich mal, wie er diesen Druck versucht zu entfliehen. Wenn wir uns das aber ganz genau anschauen, unser Kopf ganz genau anschauen, was ist denn das Problem, was ist denn jetzt aktuell das, was mich runterzieht, was mich fertig macht, was mich daran hindert, mich weiter zu entwickeln. Wir schauen uns das Problem ganz genau an und denken darüber nach, aber du musst dir auch bewusst sein, dass es eine Lösung gibt. Und es dir immer wieder sagen, was kann ich tun, um dieses Problem zu lösen? Es gibt eine Lösung, ich werde einen Weg finden. Wenn du alleine diese Sätze dir jeden Tag sagst, wird irgendwann eine Lösung auftauchen. Wenn es nicht heute ist, in 3 Monaten, wenn es in 3 Monaten nicht ist, dann in 2 Jahren. Aber gib dir die Möglichkeit, dass du eine Lösung finden kannst für dieses Problem. Ich hoffe, ich habe das jetzt gut genug erklärt, weil ich bin immer nicht so die Beste im Erklären. Ich habe hier nochmal geschrieben, denk darüber nach, was dein Problem dir für eine Botschaft schicken will. Habe ich ja eben schon erwähnt. Denke darüber nach, welches Problem sich in deinem Leben ständig wiederholt. Und sage dir, ich werde eine Lösung finden. Es gibt einen Weg, diese Herausforderung zu bestehen. Was kann ich tun, um dieses Problem zu lösen? Ich habe da jetzt gerade ganz, ganz viele Beispiele im Kopf und weiß gar nicht, bei welchem ich anfangen will. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, ich werde ständig fertig gemacht. Ja, egal, wo ich hinkomme, die Leute sind neidisch, weil ich so toll aussehe oder die Leute sind neidisch, weil ich so schlau bin. Ich werde ständig fertig gemacht. Dann hat das was mit dir selber zu tun. Denk darüber nach. Horche in dich rein. Ja, du brauchst Zeit für dich. Und deine Lösung findest du oft in ruhigen Zeiten. Nicht, wenn du ganz viel liest und ständig irgendwas hörst und ständig fernsiehst und ständig mit anderen Leuten dich über das Problem unterhältst. Wenn du die Ruhe schenkst, wird die Lösung von alleine kommen. Weil die Lösung hast du schon in dir für dein Problem. Und da kann ich dir jetzt eine Aufgabe geben, die du bitte umsetzt, wenn du ein Problem hast und nicht weißt, wie du das lösen kannst. Das mache ich zum Beispiel morgens meditieren und abends beim Schlafen gehen. Wenn du Stress hast im Alltag, mach das so, dass du, wenn du gerade noch liegst, versuch den Wecker 10 Minuten früher zu stellen. Und du liegst noch im Bett, stehst ganz langsam auf, setzt dich im Bett hin. Bei mir schläft ja noch der Kleine, damit er nicht wach wird. Sitze ich einfach im Bett, mache die Augen zu und konzentriere mich auf meinen Atem. Das mache ich vorm Einschlafen und morgens beim Aufstehen. Und es ist nicht immer einfach, aber ich sorge dafür, dass meine Gedanken nicht einfach umherschwirren und da sind und schon beim Frühstück machen und bei den Kindern, sondern dass sie auf meinen Atem gelenkt sind. Warum? Wenn ich meine Gedanken dazu zwinge, sich auf den Atem zu lenken, haben sie keine Möglichkeit mehr, woanders hin umherzuschwirren. Tun die zwar trotzdem, aber Übung macht den Meister. Das heißt, wenn du jetzt heute Abend ins Bett gehst und die Kinder schlafen und morgen früh, wenn du aufstehst und die Kinder noch schlafen, nimm dir Zeit, mindestens 5 Minuten die Augen zu schließen und nur auf deinen Atem zu achten. Ja? Diese innere Ruhe, die du dadurch herstellst, wie soll ich es dir erklären?
die kann dir das, die Lösung auf das Problem zeigen. Aber es geht nicht sofort. Ja? Mach das nicht 1, 2, 3 Mal und sag, ja komm, ne? Wo ist denn jetzt die Lösung für dieses Scheißproblem? Sei offen dafür und nehme es an, dass in jedem Problem eine Botschaft für dich steckt. Wenn du das annimmst und wenn du damit arbeitest, indem du einfach meditierst morgens und abends, indem du dir Ruhe gönnst für deine Gedanken, indem du deine Gedanken beobachtest, wo gehen die jetzt hin? Ich lenke sie jetzt auf meinen Atem, damit ich Ruhe habe. Und wo du einfach so eine Leere in dir produzierst, die nicht ständig mit irgendwelchen Gedanken beschäftigt ist, sondern einfach nur erstmal Ruhe. Und wenn du Ruhe hast, in deinem Kopf Ruhe herrscht, hast du die Möglichkeit, eine Lösung für dein Problem zu finden, weil die taucht dann von alleine auf. Ganz, ganz, ganz fest versprochen. Wenn du das umsetzt und regelmäßig machst, wirst du eine Lösung für dein Problem finden. Und wenn du das Problem gelöst hast, wird es dir einfacher fallen, endlich das Abnehmen in Angriff zu nehmen. Sei dir aber bewusst, dass unser Leben aus verschiedenen Herausforderungen besteht und dass Probleme niemals aufhören. Nimm die Probleme als Freunde an, als Geschenke im Leben, die dir helfen, besser zu werden. Wenn du das annimmst, wirst du in Zukunft zufriedener sein und glücklicher sein. Und wer zufriedener ist, liebt sich mehr, ist mehr damit beschäftigt, seinem Körper was Gutes zu tun. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du es akzeptierst, dass du wundervoll bist und dass du es verdienst, dass dein Körper sich gesünder ernährt, dass du deinem Körper etwas Gutes tust. So, und bevor ich jetzt hier viel zu viel herumlabere, das Video soll nicht zu lang sein, ich will deine Zeit nicht umsonst verplempern. Fakt ist, Probleme gehören zu unserem Leben dazu. Es kommt darauf an, wie du das Problem anschaust. Du hast es in der Hand, dieses Problem zu lösen, darüber nachzudenken, was will denn dieses Problem mir sagen? Und dann kann dein Leben eine etwas zufriedenere Gestalt annehmen und du endlich dein Traumgewicht erreichen. Ich wünsche dir eine geile Einstellung gegenüber Problemen. Ich muss jetzt gerade ein bisschen grinsen, weil mein Bruder da hinten liegt, den werde ich euch auch gleich zeigen. Der beobachtet mich schon die ganze Zeit. Wir arbeiten beide hier an unserem PC und an unserem Laptop. Ich zeige ihn dir gleich nochmal. Ansonsten wünsche ich dir wirklich alles Liebe, dass du dein Problem gelöst kriegst und dass du an deinen Problemen wächst und nicht kaputt gehst. Und jetzt kommt's. Moment, ich komme mal zu dir. So sieht's aus, wenn wir gemeinsam arbeiten. Abonniert den Lehrer! Abonniert den Lehrer! Ja, ich werde dir den Kanal von meinem Bruder unten verlinken. Ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss!